Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videoreihe von Mathematik macht Freunde Freude. Mein Name ist Jan und ich bin dein Coach für das Arbeitsblatt Baumdiagramme und Wahrscheinlichkeiten. Du findest das Arbeitsblatt auf der unten angegebenen Website. All diese Materialien stehen unter einer Creative Commons Lizenz kostenfrei zur Verfügung. Bitte lad dir das Arbeitsblatt nun herunter und halte es griffbereit. Das kann sowohl in ausgedruckter Form als auch in digitaler Form wie bei mir sein. Ach ja, vergiss nicht, du kannst das Video jederzeit pausieren und nochmals anschauen. In meinem Lernzyklus erreichen wir folgende Lernergebnisse und Ziele. Wir lernen das Baumdiagramm kennen. Das Baumdiagramm ist eine Möglichkeit zur Veranschaulichung eines Zufallsexperiments. Außerdem rechnen wir damit und interpretieren gegebene Rechnungen anhand eines Baumdiagramms. Wir lernen die Vierfeldertafel kennen. Eine Vierfeldertafel verwendet man, um die Aufteilung von bestimmten Merkmalen in einer Menge zu veranschaulichen. Wir erstellen sie nicht nur, sondern arbeiten später auch mit Vierfeldertafeln. Wir lernen den Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit kennen. Die bedingte Wahrscheinlichkeit kannst du dir so vorstellen, dass wir bereits wissen, dass ein Ereignis eingetreten ist. Wir wollen nun bestimmen, wie wahrscheinlich ein anderes Ereignis unter diesen Bedingungen ist. Ein aktuelles Beispiel dazu. Eine Person macht einen Corona-Test. Angenommen, diese Person ist tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert. So sollte der Test auch positiv ausfallen. Dennoch gibt es einen gewissen Fehler bei solchen Tests. Die Frage nach der Wahrscheinlichkeit für diesen Fehler wäre dann, wie wahrscheinlich ist es, dass bei einer infizierten Person der Test negativ ist. Wir wissen also, dass die Person infiziert ist. Dennoch kann es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sein, dass der Test trotzdem negativ ist. Um dann herauszufinden, wie wahrscheinlich es ist, dass man infiziert ist, obwohl der Test ein negatives Ergebnis geliefert hat, dazu können wir den Satz von Bayes verwenden. Um eine Lernziele zu erreichen, brauchen wir auch ein wenig Vorwissen. Du solltest mit den Grundbegriffen der Wahrscheinlichkeitsrechnung vertraut sein. Dazu gehört das Zufallsexperiment, also zum Beispiel das Ziehen von Kugeln aus einer Urne oder das Würfeln. Du solltest wissen, dass die Ausgänge von solchen Zufallsexperimenten auch Ereignisse genannt werden. Weiters sollte dir der Begriff Laplace-Wahrscheinlichkeit etwas sagen. Laplace-Wahrscheinlichkeit bedeutet zur Erinnerung, dass wir die Anzahl der begünstigten Ausgänge durch die Anzahl der möglichen Ausgänge dividieren. Die absolute und die relative Häufigkeit brauchen wir vor allem für die Vierfeldertafeln. Ein Beispiel dazu. In einer Klasse mit 20 Lernenden haben 4 ein sehr gut auf die Mathematik-Schularbeit. Diese 4 wären die absolute Häufigkeit. Die relative Häufigkeit wäre, wenn man die 4 durch die Anzahl der Lernenden insgesamt, also durch 20, dividiert. Daraus ergibt sich eine relative Häufigkeit von 4 Zwanzigstel, das ist ein Fünftel und das entspricht 20%. Viel Spaß im folgenden Lernzyklus und gutes Gelingen!